jetzt bei TV Bayern Live. Wach bleiben für Forschung und Kunst. Tausende von Interessierten haben gestern Abend in Bayern durchgemacht. Die lange Nacht der Wissenschaften im Großraum Nürnberg und die lange Nacht der Museen in München. Und auch wir waren dabei natürlich hellwach. Hollywood ist näher, als man denkt. Die Kids und ihre tollen Filme begeistern die Jury bei den Bayerischen Schulfilmtagen, die wieder in Gerbrunn stattfanden. Außerdem ein Thema gleich bei uns. Faszinierende Mechanik. Das Kunstwerk Uhr hat derzeit in München eine beeindruckende Ausstellung. Über 1200 Einzelteile und die Zuschauer sind bei der Montage live dabei. Da vergisst man schnell mal die Zeit. Und Bambergs Katholiken lassen sich das nicht gefallen. Sie haben zum Thema Limburger Pots eine ganz deutliche Meinung. Und die sagen sie uns auch gleich hier bei TV Bayern Live. Und herzlich willkommen bei TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. In Franken läuft ja in diesen Tagen die Weinlese auf Hochtouren. Nach verregnetem Frühling und heißem Sommer wird derzeit die Ernte eingefahren. Und da kommen diese paar goldenen Oktobertage, die wir gerade haben, noch einmal genau richtig. Meine Kollegin Irisa Hufgart ist mittendrin auf dem Anhänger eines Weinbergtreckers hoch über dem Maintal, rund 15 Kilometer südlich von Würzburg. Ja, mitten aus den Weinbergen oberhalb von Sommerhausen bei mir Friedrich Wagner vom Weingut Wagner Sonnenhof. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Wagner, wie wichtig sind jetzt diese goldenen Oktobertage für die Weinlese und damit auch für die Qualität des Weines? Ja, also sie sind sehr wichtig. Einmal für die Qualität des Weines, dass also noch das eine oder andere Öchsle hinzukommt. Und für die Winzer selber, dass die Arbeit selber auch noch einigermaßen gut über die Bühne geht. Trockenen Fußes vor allen Dingen. Trockenen Fußes vor allen Dingen, ja. Wie wirkt sich der Klimawandel bei den Winzern aus? Also auch bei uns wirkt sich der Klimawandel aus. Wir haben mit Wetterextremen mehr zu tun, viel Regen, viel Trockenheit. Also es wird alles differenzierter und extremer. Aber wir werden uns versuchen, darauf einzustellen und müssen sehen, wie wir damit zurechtkommen. Und wie sieht die Arbeit in den Weinbergen in den kommenden Tagen aus? Wann wird denn der Eiswein gelesen? Ja, die kommenden Tage werden wir die Hauptlese zu Ende bringen. Und der Eiswein dann Ende November, Anfang Dezember, wenn der erste Frost mit minus 10 Grad kommt, dann wird der Eiswein gelesen. Also bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt fahren wir runter nach Sommerhausen. Dort erwartet uns schon der fränkische Weinbaupräsident Arthur Steinmann und ihre Hoheit, die Sommerhäuser Weinprinzessin. Bis gleich. Ja, vielen Dank an dieser Stelle, Irisa. Wir sehen dich im Laufe dieser Sendung noch einmal wieder. Schauen, zuhören, experimentieren. Das war das Motto gestern Abend bei der langen Nacht der Wissenschaften in Mittelfranken. Mehr als 300 Einrichtungen an über 100 Standorten in Nürnberg, Erlangen und Fürth haben gezeigt, was sie wissenschaftlich alles zu bieten haben. In the nighttime, when the world is at its rest, you will find me in the place I know the best. Technik und Innovation von Nürnberg über Erlangen bis nach Fürth. Das ist die lange Nacht der Wissenschaften. Einen Abend lang können sich die Besucher hier ganz dem Forschergeist widmen und technische Spielereien entdecken. Wie zum Beispiel diese Spielerei hier, diese nette Spielerei. Ein Roboterarm, der Sekt ausschenkt. So was habe ich vorher noch nicht erlebt. Da muss man erst auf die lange Nacht der Wissenschaften gehen, um das zu erleben. Und ja, der Sekt schmeckt sogar noch gut, kann man wirklich trinken. Einziger Haken an der Sache, man muss ein bisschen auf die Bestellung warten, der Kellner ist in der Regel schneller. In Kneipen wird man diese Spielerei deshalb vorerst nicht zu sehen bekommen. Der Roboter soll einfach Lust auf Wissenschaft machen. Ganz nah am Verbraucher ist man in Nürnberg. Die DATEV präsentiert einen 3D-Drucker. 1200 Euro kostet dieses Modell. Das Phänomen geistert schon seit längerem durch die Medien. Und auch wenn er schon verbraucherbereit ist,
Hand aufs Herz, die meisten haben so ein Gerät wohl noch nicht bedient. Es ist ein Plastikmaterial, das im Prinzip in die Form ähnlich wie ein Nadeldrucker arbeitet. Also das heißt, es wird einfach dieses vorhergehende Modell aufgebaut in Plastik. Alles, was Sie sich im täglichen Geschehen vorstellen können, kann man am 3D-Drucker natürlich in Abhängigkeit von der Größe, aber generell drucken. Das Konzept der langen Nacht der Wissenschaften ist einfach, aber genial. Einen Abend lang öffnen die Unternehmen und Entwicklungszentren der Region ihre Türen und geben so dem Besucher die Möglichkeit, ganz nah an der Wissenschaft zu sein. Eine Chance, die auch Bea und Max nutzen. Wie den beiden geht es an diesem Abend den meisten Besuchern. Was sonst eher eine große Unbekannte ist, wird auf einmal interessant und zum Highlight des Abends. Bis 1 Uhr nachts haben die Besucher Zeit, ihre Wahlstationen zu besichtigen. Shuttlebusse fahren bequem von Ort zu Ort. Es gibt viele interessante neue Themengebiete, von denen man eben halt so sonst nichts erfährt, aber hier eben halt gut mal reinschnuppern kann. Ja, sehr zu empfehlen. Insgesamt strömen an diesem Abend mehrere 10.000 Menschen nach Nürnberg, Fürth und Erlangen. Die lange Nacht der Wissenschaften. Auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Ja, und über diesen Erfolg freut sich natürlich vor allem Ralf Gabriel von der Münchner Kult GmbH. Er ist nämlich der Organisator dieser langen Nächte in Bayern, also nicht nur von der langen Nacht der Wissenschaften in Nürnberg, sondern eben auch von der langen Nacht der Museen, die ja gestern zeitgleich in München stattfand. Darüber berichten wir gleich. Wir haben Ralf Gabriel gestern Abend getroffen und trotz Stress hat er sich die Zeit genommen, um uns zu verraten, was denn das Geheimnis seiner Nächte ist. Die lange Nacht der Wissenschaften. Alle 2 Jahre rückt sie Mittelfranken in den Fokus. Bis nach Bonn spricht man von den technologischen Neuheiten und Spielereien, die hier präsentiert werden. Und er steckt hinter dem Erfolgskonzept. Ralf Gabriel. Es geht genau darum, dass man eigentlich den Alltag ein bisschen erklärt. Was steckt dahinter? Was ist im Handy drin, dass es überhaupt funktioniert? Wie geht genau das mit dem GPS? Für jede Fragestellung findet man hier den richtigen Wissenschaftler. 4.000 Menschen engagieren sich dafür. Und da finden Sie von Professoren bis zu Doktoranden, bis zu Busfahrern, wirklich alle, die an einem Strang ziehen und mithelfen, dass hier diese Nacht ein Erlebnis wird. Das Konzept ist nicht einzigartig. Die Kultur GmbH organisiert noch weitere lange Nächte. In Mittelfranken bis jetzt war nur die lange Nacht der Wissenschaften. In München locken aber seit längerem die Nacht der Musik oder auch der Museen. Bei der langen Nacht der Münchner Museen, da ist es schon die 15. und die findet jährlich statt, immer am 3. Samstag im Oktober. Da sind 90 Häuser beteiligt, von den ganz großen bekannten Namen, von den Pinakotheken, den neu gebauten und erweiterten und verschönerten, auch Lehmbachhaus, über die ägyptische Kunstsammlung, die ja an der Gabelsberger Straße auch strahlt. Also alles, was man sich vorstellen kann, alles, was Kunst und Kultur ist, wird an diesem Wochenende erlebbar und es wird entsprechend auch von vielen angenommen. Die letzten Jahre konnten mit den Konzepten bayernweit auch Kultur- und Wissenschaftsmuffel überzeugt werden. Die langen Nächte als Zugpferd für den Freistaat. Ja, Ralf Gabriel hat es gerade gesagt, die lange Nacht der Museen in München fand bereits zum 15. Mal statt. 90 Museen und Sammlungen hatten die ganze Nacht über geöffnet. Da gab es unter anderem ein Überraschungskonzert im Olympiaturm, eine Schatzsuche für Kinder oder aber die Wiederauferstehung von Leonardo da Vinci im Deutschen Museum. Aber natürlich gab es auch noch viel, viel mehr zu sehen und zu erleben in der bayerischen Landeshauptstadt heute Nacht. Das Gärtnerplatztheater in der historischen Werkzeugmaschinenhalle des Deutschen Museums. Zum Takt der Dampfmaschine tanzen hier die Protagonisten, eine Ballettaufführung der besonderen Art. Bei der 15. langen Nacht der Münchner Museen gab es wieder einmal einiges zu entdecken. Zum Beispiel das Bergwerk im Deutschen Museum, das die Besucher nur mit Taschenlampen erkunden konnten. Wir schicken sozusagen die Technikaffinen, unsere Pufferküsser, unsere Stoßstangenküsser, wenn ich sie so nennen darf, in die Häuser der Kunst. Die Kunsthäuser schicken ihre Klientel quasi in ein Kulturhaus, das sich Naturwissenschaft und Technik verpflichtet fühlt. Auch die Oldtimer-Fans kamen auf ihre Kosten. Mit einem ständigen Shuttle ging es für die Besucher von der Museumsinsel direkt zum Verkehrszentrum an der Theresienhöhe. Und er war ein Star des Abends. Kit. Bei diesem Modell handelt es sich um einen Nachbau aus der TV-Serie Knight Rider. Schon als Kind, also das war einfach mein Traumauto schlechthin. Dann ging es los. Ich habe meinen Scanner selber nachgebaut. Der war bei mir im Wohnzimmer.
Dann habe ich die Front dazu gekauft. Dann war das ein Wandbild bei mir, was im Wohnzimmer hängen ist. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt brauchst du irgendwann ein Auto dazu. Da habe ich mir das Auto gekauft und dann kam die ganze Konstruktion einfach ans Auto dran. Und so ging es dann peu à peu weiter in all den Jahren, bis dann daraus Kit wurde. Die rund 90 Ausstellungshäuser konnten auch bequem mit dem Bus-Shuttle angesteuert werden. Zum Beispiel das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst. Zum ersten Mal war die Dauerausstellung bei der Langen Nacht im neuen Haus zu sehen. Das neue Ägyptische Museum ist komplett unterirdisch angelegt. Ich habe mich gerade erkundigt. Wir haben jetzt 3,5 Stunden und 4.000 Besucher. Also ich nehme an, dass wir so bis Ende des Abends 7.000 bis 8.000 Besucher haben werden. Dazu gehören auch Wolfgang und Dagmar Höfner. Sie sind extra aus Altötting gekommen, um bei der Langen Nacht dabei zu sein. Mich haben vor allem die Hieroglyphen fasziniert, weil ich mich da schon mal damit beschäftigt habe. Und vor allem auch die Zahlen, die man dann ablesen kann. So etwas habe ich in der Schule dann mit meinen Schülern öfter mal gemacht. Und das hat mich sehr angesprochen. Zum 15. Jubiläum der Langen Nacht konnten die Besucher zusätzlich am Sonntag 44 ausgewählte Museen und Schlösser im Umland besichtigen. Es dürfte für viele Münchner deshalb wohl eine kurze Nacht gewesen sein. Gerade gehört, also wenn Sie jetzt noch Lust haben auf Kultur, die Münchner Museen im Umland haben die ganze Nacht über noch offen. Einer der spektakulärsten Mordprozesse der letzten Jahre in Bayern steht auf der Kippe. Es geht um den mutmaßlichen Polizistenmörder von Augsburg. Der Prozess wurde jetzt bis Ende Oktober ausgesetzt, denn einer der Angeklagten ist krank. Er leidet an Parkinson und wurde von einem Gutachter als verhandlungsunfähig eingestuft. Und sollte sich der Zustand des Angeklagten nicht verbessern, müsste das Verfahren gegen ihn sogar eingestellt werden. Raimund M. bei Verhandlungsbeginn im Februar. Schon da hat er Parkinson, ist aber verhandlungsfähig. Vor Gericht steht er, weil er gemeinsam mit seinem Bruder einen Polizisten erschossen haben soll. Jetzt scheint sich der Gesundheitszustand des Angeklagten verschlechtert zu haben. Unser Mandanten geht es nicht gut. Sie können sich vorstellen, 15 Monate Isolationshaft hinterlassen seine Spuren. Darüber hinaus ist er auch allgemein bekannt, leidet er an Parkinson. Und die Kombination aus Isolationshaft und Parkinson führt dazu, dass es ihm wirklich denkbar schlecht geht. Das hat auch ein Gutachter festgestellt. Raimund M. wurde inzwischen in die JVA Stadelheim verlegt. Dort gibt es eine Krankenstation. Denn der Gutachter hat intensivere Behandlung empfohlen. Der Hintergrund liegt darin, dass der Sachverständige ursprünglich 10 Punkte vorgeschlagen hat, die notwendig sind, um eine Verhandlungsfähigkeit zeitnah wiederherzustellen. Und dies lässt sich, jedenfalls was das Medizinische anbelangt, in der JVA München besser gewährleisten. Der Angeklagte habe dem Prozess zuletzt nicht mehr folgen können und inzwischen eine Depression entwickelt, so sein Verteidiger. Der Gutachter hatte unserem Mandanten Verhandlungsunfähigkeit attestiert. Es ist klar, wenn jemand verhandlungsunfähig ist, dann kann man einen Prozess nicht fortführen. Jemand muss ja alles mitbekommen und dazu war unser Mandant nicht mehr in der Lage. Darüber hinaus konnten wir mit ihm keine sinnvollen Verteidigergespräche mehr führen. 4 Wochen ist der Prozess jetzt unterbrochen. 9 Wochen kann die Pause insgesamt dauern. Bleibt Raimund M. dauerhaft verhandlungsunfähig, müsste das Verfahren gegen ihn eingestellt werden. Dann käme er frei. Was halten die Augsburger davon? Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich für viele Menschen schwer nachvollziehbar ist, wenn ein Mann frei käme. Aber ich denke, das müssen Gutachter dann feststellen und die Schwere der Krankheit feststellen. Krankheit ist eine schwierige Sache, aber im Endeffekt der Verstand war in meinen Augen nicht stark genug getrübt, um das jetzt irgendwie so zu entschuldigen. Also ich denke, er sollte trotzdem dafür gerade stehen. Ja, er soll im Gefängnis bleiben. Hallo? Also Krankheit hin oder her. Ich finde, das kann ja schon auch sein jetzt, was er jetzt abzieht, weil er genau weiß, was ihm blüht, dass er sehr lange rein muss. Der nächste Verhandlungstag steht momentan zwar fest, ob er stattfinden kann, ist aber völlig offen. Im Moment ist die Situation so, dass der nächste Verhandlungstag am 29.10. geplant ist und vorher wird der Angeklagte nochmal von einem Sachverständigen untersucht. Wenn dann die Verhandlungsfähigkeit wieder gegeben ist, dann geht es an dem 29.10. weiter. Ansonsten muss man wieder abwarten. Experten sind sich einig, dass der Prozess gegen Raimund M. wohl nicht platzen wird. Doch ein Urteil noch in diesem Jahr, wie ursprünglich geplant, scheint sehr unwahrscheinlich. Es war wirklich viel los an diesem Wochenende, auch in Gerbrunn im Raum Würzburg. Ob Regie, Schauspiel, Drehbuch oder aber Kamera. Der junge Filmnachwuchs aus Bayern, der wagte sich an alle Aufgaben, die bei den Dreharbeiten und der Produktion von Filmen ebenso anfallen. Das Ergebnis, das gab es jetzt auf den Filmtagen bayerischer Schulen zu sehen. Über 200 Schüler aller Altersstufen und Schularten haben gezeigt,
was sie können. Konjugier mich. Deklinier mich. Ich bin ein Verb. Und ich ein Substantiv. Mich kann man beugen, Kasus erzeugen. Ich fühle mich wohl im Konjunktiv. Deklinier mich, so der Titel dieses Kurzfilms. Einer von 100 eingereichten Beiträgen junger Filmemacher. 36 davon werden bei den 36. Filmtagen bayerischer Schulen in Gerbrunn gezeigt. Alle Genres sind vertreten. Trickfilme und Reportagen sind ebenso darunter wie Horrorfilme oder Krimis. Aber auch viel Humor ist dabei. Weichei, das ist doch nur aus Plastik. Gleich geblieben sind über die Jahre des Wettbewerbs die Themen, meist aus der Alltagswelt der Jugendlichen. Geändert hat sich aber doch einiges. Was sich weiterentwickelt hat, ist tatsächlich meiner Meinung nach die Länge des Films, die ist kürzer geworden. Die Filme sind sehr dramaturgisch durchdacht, sie sind sehr gut und sehr hochwertig vom Visuellen gestaltet und das in einer knappen Form des Kurzfilms. Das ist tatsächlich das, was wir häufig antreffen. In zahlreichen Workshops können sich die Kids in bestimmten Bereichen fortbilden. Zum Beispiel, wie man mit Plastilinfiguren einen Trickfilm produziert. Die Schüler können so ihre eigenen Charaktere herstellen und ihnen später durch simple Stopp-Trick-Technik Leben einhauchen. Es ist ja wie eine Urschöpfung, dass ich aus einem Material fast wie Ton, wie Erde, Figuren herauswachsen lassen kann, Landschaften gestalten kann. Und dann bewegen sich diese Plastilinfiguren. Es ist zeitlos. Filme selber ausdenken und umsetzen. Das ist für die Pädagogen immer noch die sinnvollste Möglichkeit, dem Nachwuchs einen verantwortungsvollen Umgang mit den Medien beizubringen. Die Schüler lernen am besten, wie ein Film gemacht wird und auch wie die Produktion bei RTL entsteht, wenn sie selber Filme machen und kommen dann am ehesten darauf, wie sie vielleicht durchs Fernsehen manipuliert werden, indem sie selber Medien erstellen. Und das ist, und von daher ist unsere Filmarbeit ein ganz wichtiger Beitrag zur Medienpädagogik. Stolz sind die Organisatoren, dass man Schüler aller Schularten für dieses Hobby begeistern kann. Die Zahl der Bewerbungen für die Filmtage steigt Jahr für Jahr. Schöne Sache. Über Monate haben die Besitzer des Salzweger Hofs in Passau einen neuen Pächter oder Käufer gesucht. Schließlich kam die Regierung von Niederbayern und wollte das Gebäude kaufen. Jetzt soll aus dem ehemaligen Hotel ein Asylbewerberheim werden. Rund 100 Flüchtlinge würden hier Platz finden. Aber die Anwohner, die wehren sich gegen die Pläne der Regierung. Wo sollen sie hin, die Asylbewerber? Mit dieser Frage beschäftigen sich Regierung und Landkreise seit Jahren. Die Lösung besteht meist aus alten Schulen oder ehemaligen Gaststätten. Auch in Salzweg bei Passau soll ein Gebäude in ein Asylbewerberheim umgebaut werden, der Salzweger Hof. Wir haben an und für sich nichts gegen Asylanten und irgendwas. Bloß da herin ist halt nicht sehr ratsam. Die haben da Menschen. Man kann sie nicht verteufeln. Sicher, wenn die alle rumtun zu uns, dann haben wir bald keinen Platz. Wir haben für Studenten auch keinen Platz mehr. Das Einzige, was mich stört, ist, dass 100 Leute zusammengepfercht werden in so einem Raum ohne jeden Quadratmeter Grund, wo man sich ein bisschen ausdehnen kann. Die Salzweger stehen den Asylbewerbern skeptisch gegenüber. Doch sie sollten den Umgang mit Asylbewerbern eigentlich schon kennen. Es gibt auch eine Unterkunft zurzeit in Salzweg, wo so 25, 30 Asylbewerber untergebracht sind. Und ja, das war auch unsere Meinung, dass in so kleineren Gruppen das für die Leute besser ist, als wenn Massenunterkünfte sind, wo 100 Leute beieinander sind. Rund 30 Kilometer entfernt in Vilshofen an der Donau. Hier steht bereits seit mehr als einem Jahr ein Asylbewerberheim. Auch hier war der Protest zunächst groß. Und jetzt? Mit den Nachbarn gibt es überhaupt keine Probleme. Zumindest keine offensichtlichen. Die Nachbarn, die ganz in unmittelbarer Nachbarschaft sind, die sind sogar sehr hilfsbereit, wenn unsere Asylbewerber was brauchen. Zum Beispiel, wenn wir bei der Hochwasserhilfe geholfen haben, sind sie gleich mit den Gummistiefeln gekommen. Oder unsere Asylbewerber gehen auch rüber zum Rasenmähen und helfen dann dem Nachbarn, weil der schon ein bisschen alt ist. Auch die Heimbewohner zeigen sich überwiegend zufrieden. Schön, gut, super. Die Leute hier sucht Arbeit, durchlernen, schon, also viel schon, Wasser schon. Gut, aber ein bisschen Problem mit Toilette und Küche. Zurück nach Salzweg.
Hier fürchtet man auch, dass der Immobilienwert durch das Asylbewerberheim sinkt. Ich drücke jetzt bei der Sparkasse und ich sage, dass ich da gar keine Bedenken haben brauche. Dass das sinkt oder dass der Grundstückswert weniger wird. Und wenn ich voll feit da in der Straße führe, dann feit uns auch nichts. Sprich Zeitung, dass wir nicht oft in der Zeitung haben, dass Kriminalität nicht steigt, Diebstähle nicht mehr werden und dass die Überfälle auf die Leute nicht kommen, dann passt alles. Vielleicht erreicht diese Einsicht früher oder später auch die anderen rund 6.600 Einwohner in Salzweg. Denn findet sich kein anderer Investor, wird der Inhaber des Salzweger Hofs an die Regierung von Niederbayern vermieten. Und damit würde die Bevölkerungszahl der Salzweger wohl um etwa 100 Personen steigen. Faszinierende Uhrenmechanik, eine Verbrauchermesse und eine Messerstecherei in Nürnberg. Das sind heute unter anderem die Themen in unserem Kurzblock jetzt. Er hat seinen Nebenbuhler in Nürnberg am helllichten Tag mit 44 Messerstichen erstochen. Die Tat schockierte im Januar die ganze Nuris. Jetzt steht der 37-jährige Özgür I. wegen Totschlags vor Gericht. Er hat zugegeben, den neuen Partner seiner Ex-Frau auf offener Straße erstochen zu haben, allerdings in einer Art Notwehrexzess. Die Aussage der Ex-Frau soll jetzt bald für mehr Klarheit sorgen. Sie war während der Tat anwesend. Ein Urteil wird am 24. Oktober erwartet. Zum 60. Mal findet die große Verbrauchermesse Consumenta ab kommenden Samstag in der Messe Nürnberg statt. Gut eine Woche lang präsentieren sich dann rund 1000 Aussteller auf einer Fläche von 90.000 Quadratmetern. Unter anderem sind die Bereiche Bauen, Gesundheit, Wohlfühlen, Kulinarik und Kreativität vertreten. Präsente gibt's zum Jubiläum übrigens auch. Zum Beispiel bekommen ausgewählte Besucher Überraschungspakete geschenkt. Und am ersten Messetag haben Besucher, die an diesem Tag 60 werden, freien Eintritt. Mit einem Festakt im Straubinger Herzogschloss wurde am Dienstagabend der Auftakt des neuen Bachelorstudiengangs Nachwachsende Rohstoffe groß gefeiert. Damit bietet Straubing zum ersten Mal eine vollständige akademische Ausbildung vom Abitur bis zur Promotion. Insgesamt haben sich 46 Studenten für den neuen Bachelorstudiengang eingeschrieben. Der Studiengang bietet gute Berufsaussichten, denn bis zum Jahr 2020 wird im Bereich der Erzeugung und Nutzung nachwachsender Rohstoffe mit rund 500.000 neuer Arbeitsplätze gerechnet. Die Münchner Hypo-Kunsthalle zählt neben der Frankfurter Schirn oder dem Kölner Museum Ludwig zu den besten Adressen für Kunst. Derzeit ist in München eine Ausstellung zu sehen, die sich mit der Kunst der Uhrmacher befasst. Die Ausstellung Kunstwerk Uhr zeigt mit außergewöhnlichem Aufwand, welche Präzision und welche Faszination von Mechanik ausgeht. Uhrwerke sind Kunst, die ganzen Leute, die da arbeiten, sind Künstler. Und das ist, was wir vermitteln wollen. Also man braucht heutzutage keine Uhr mehr, jeder hat sein Handy und kann die Uhr ablesen. Das geht nur über Emotionen und wir möchten die jungen Leute dazu motivieren, sich zu hinterfragen, was ist denn das? Warum soll man so eine Uhr kaufen, eine mechanische Uhr? Und das zeigen wir alles hier. Unschätzbare Einzelstücke locken Uhrensammler aus aller Welt. Und die lebendigen Werkstätten zeigen auch die seltenen Gewerke der Emailleusen oder Graveure. Besonders charmant, die Ausstellung würdigt auch die Stadt München mit einer eigenen Standuhr. Drauf abgebildet ein Bierwagen, festlich geschmückt, farbiges Emaille in Golddraht gefasst. Diese außergewöhnliche Ausstellung in der Hypo-Kunsthalle dauert noch bis zum 27. Oktober. Der Eintritt ist frei. Eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder da mit diesen Themen. Bambergs Katholiken lassen sich das nicht gefallen. Sie haben zum Thema Limburger Protz eine ganz klare Meinung. Und die sagen sie uns auch. Außerdem sind wir mit unserer Kamera vor Ort beim Volksfest Dingolfing. Da schmeckt die Mass auch noch trotz Nachtfrost. Und wir diskutieren mit Bertram Brossard im landespolitischen Gespräch die Situation unserer bayerischen Betriebe. Da geht es unter anderem um schnelles Internet und um marode Brücken. ...2736 Sonnenstunden im Jahr, 1244 Inseln, 20 Kultur- und Naturgüter unter UNESCO-Schutz. Zu vielfältig für einen 20-Sekunden-Fernsehspot. Genau richtig für Ihren nächsten Urlaub. Kroatien, der neue touristische Stern der Europäischen Union. Ihr traumhafter Urlaub. Gestalten Sie Ihr CW-Fotobuch und freuen Sie sich auf den Moment, es in den Händen zu halten.
NCW Fotobuch. Mein Leben. ...1736 Sonnenstunden im Jahr, 1244 Inseln, 20 Kultur- und Naturgüter unter UNESCO-Schutz. Zu vielfältig für einen 20-Sekunden-Fernsehspot. Genau richtig für Ihren nächsten Urlaub. Kroatien, der neue touristische Stern der Europäischen Union. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest, inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta günstig Kennenlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00 02. Na, du möchtest doch sicher einen Traubenzucker, hm? Nein. Für meinen Opa. Damit wir wieder zusammen spielen können. Bei Arthrose hilft Ihnen Arthrobel Super Plus. Mit der Kraft der Natur zu neuer Beweglichkeit. Das ist aber lieb. Arthrobel Super Plus. Erhältlich in jeder Apotheke oder rufen Sie an. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Während in Berlin und Hessen noch um die Regierungsbildung gerungen wird, hat der Wähler in Bayern ganz klare Fakten geschaffen. Das Kabinett ist vereidigt und es geht ans Werk. Nach Ansicht der bayerischen Wirtschaft ist da auch sehr, sehr viel zu tun. Uwe Brückner im landespolitischen Gespräch mit Bertram Rossert, dem Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft. Willkommen zum landespolitischen Gespräch. Der Wahlkampf ist vorbei und jetzt geht es wieder um harte Fakten, um die Realität. Diesmal um die Wirtschaftsrealität. Zu Gast ist Hauptgeschäftsführer Bertram Brossart. Ich grüße Sie. Herr Brossart, Sie sind Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit über 100 Verbänden von der Chemie bis zum Metall- und Elektrogewerk. Wie steht denn die bayerische Wirtschaft jetzt nach dieser vergangenen Legislatur da? Sind die Hausaufgaben gemacht oder steht einiges vor uns? Wir haben eine extrem hohe Performance derzeit, das ist unbestreitbar. Die Agenda 2010 hatte in der letzten Legislaturperiode ihre volle Wirkung entfaltet. Wir haben in Bayern über 4,9 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Wir haben in allen Landesteilen eine ordentliche Infrastruktur. Wir haben eine ordentliche Bildung, aber das war gestern. Wir müssen uns jetzt auf eine große internationale Konkurrenz einstellen. Wir müssen uns auf eine gewisse Sattsein bei uns einstellen. Deswegen, wir haben eine Infrastruktur, die langsam veraltet. Deswegen fordern wir jetzt mit einer Agenda 2020, dass der Staat die politischen Rahmenbedingungen schafft, dass die Wirtschaft auch in 10, 15 Jahren ihren Erfolg weiter hat und dann auch die entsprechende Beschäftigung schaffen kann. Ein wichtiges Wahlkampfthema in den vergangenen Monaten war ja die Versorgung mit Internet in den Regionen draußen. Da ist man neben Lippenbekenntnissen noch nicht sehr weit gekommen. Es gibt noch viele Landkreise, da ist man froh, wenn man überhaupt Internet hat, geschweige denn ein schnelles. Wir müssen bayernweit ein hochwertiges Internet schaffen, allein aus wirtschaftlichen Gründen, weil die Stärke der bayerischen Wirtschaft ist ihre Stärke in den Regionen. Dort stehen die Produktionswerke unserer Firmen. Wir haben dort viel zu wenig erreicht. Wir haben landesweit eine Auslastung von 98% mit 1 Megabit pro Sekunde. Unser Ziel ist es, fordern wir in der Agenda 2020 auch so ein, dass wir im Jahr 2020 100 Megabit in der Sekunde überall in Bayern haben. Das ist eine enorme Herausforderung. Also die Infrastruktur im Internet ist ein Wachstumstreiber, genauso gut wie die Straßen und die Verkehrswege. Jetzt kommt die Straßenbauindustrie und rechnet vor, dass wir von der Substanz offenbar leben. So und so viele Brücken marode, Straßen, die nicht ausgebaut werden. Wir mahnen dieses Thema seit Jahren an.
Die Infrastrukturen, gerade die Straßen, waren aber halt nicht zu vermitteln. Heute ist es so, dass wir weder genug Raststätten haben, und wir bewegen ja die ganzen Zuliefererverkehre über die Autobahnen. Wir haben Straßen, die zum Teil grottenschlecht veraltet sind. Ich könnte auch in Bayern einige davon nennen. Wir haben die Brücken, die nicht funktionieren. Wir haben hier gerade im Westen Deutschlands einen erheblichen Nachholbedarf. Und unsere Ansicht ist es, und wir werden dies bei unseren politischen Kontakten in die Diskussion der Koalitionsverhandlungen einbringen, dass wir dauerhaft für Verkehr und den Ansatz in der Bundeshaushalt, dass dieser von 10 auf 14 Milliarden erhöht werden muss, dass wir gleichzeitig, um die Autobahnen ajour zu halten, treten wir für die Maut ein. Und drittens brauchen wir eine Public-Private-Partnership mehr denn je, um auch dort in privat die Autobahnen zu erbauen. Ich nenne nur das Beispiel Augsburg-München und jetzt Augsburg-Ulm. Da sieht man, dass das schnell geht, und man sieht, dass das in hoher Qualität gemacht wird. Wenn wir diese drei Bausteine zusammennehmen, dann, glaube ich, kann es uns gelingen, dass auch der Finanzaufwand, der hinter dieser Modernisierung steckt, geschultert werden kann. Nun ist Bayern ja auch der Industriestandort in Europa. Hochqualifizierte Fachkräfte, Sie greifen sie ab, Sie versuchen Frauen zurückzugewinnen, mit MINT-Fächern wieder junge Frauen zu interessieren für technische Berufe. Da ist sehr, sehr viel im Feld schon seit Jahren, aber reicht denn das? Uns werden in Bayern aller Voraussicht nach unserer Studie Arbeitslandschaft 2030 im Jahr 2020 230.000 Fachkräfte fehlen. Die fehlen uns insbesondere in unseren ländlicheren Regionen. Dort stehen unsere Produktionsunternehmen. Dort ist ein hoher Fachkräftebedarf. Den können wir nur decken, wenn wir die Arbeitslosen besser qualifizieren und schneller vermitteln, wenn wir die erwerbstätigen Quote von Frauen erhöhen, wenn wir unsere Bildung nachhaltig verbessern. Wir haben immer noch knapp 5%, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Und wenn wir am Ende auch einen geregelten und qualifizierten Zuzug von außen organisieren. Das ist eine der großen Herausforderungen, die auch jetzt auf uns zukommen. Das Wirtschaftsministerium in Bayern ist neu besetzt. Ilse Aigner von Berlin nach München. Ein Satz dazu? Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ilse Aigner. Besteht traditionell ein gutes Verhältnis zu ihr. Traditionell ist auch das Wirtschaftsministerium von einem Wirtschaftsverbänden wie unseren ein guter Partner. Wir erwarten von ihr klare Richtungsentscheidungen, dass sie mit uns die Agenda 2020 insgesamt verfolgt. Wir erwarten von ihr, dass sie die Industriepolitik, dass sie da neue Akzente setzt. Ihre größte Aufgabe ist ohne jeden Zweifel, die Energiepolitik so zu bündeln, dass der Strompreis in Bayern stabil bleibt, eher gesenkt wird. Wir wollen ja, dass er eingefroren wird. Das wird eine der ganz großen Aufgaben für Sie. Und am Ende ist die Innovation der klassische Schlüssel in Bayern, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Da vertrauen wir sehr auf Sie. Also die Wünsche sind formuliert, der Wunschzettel ist geschrieben. Herr Prosser, ich bedanke mich fürs Dasein. Gerne. Ja, Bayern hat ja eine ganze Reihe von mittelständischen Weltmarktführern. Sie besetzen erfolgreiche Nischen im internationalen Markt. Der bayerische Mittelstand war in diesem Jahr der Mittelpunkt beim Wirtschaftstag der Volks- und Raiffeisenbanken in Erlangen. Dort wurde die fränkische Firma Hörfuchs mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Ein starker Mittelstand bedeutet eine leistungsfähige bayerische Wirtschaft, so der Grundtenor auf dem 23. Wirtschaftstag der Bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken 2013 am Donnerstag in Erlangen. Das Thema Erfolgsfaktor Qualität, der bayerische Mittelstand im Fokus. Im Rahmen des Wirtschaftstages wurde der mit 20.000 Euro dotierte Innovationspreis an die Firma Hörlux verliehen. Das Hersbrucker Unternehmen stellt maßangefertigten Gehörschutz für Industriehandwerk, Musiker und Sportler her. Die Auszeichnung soll mittelständischen Unternehmen Mut machen und ihre Bedeutung für die Wirtschaft unterstreichen. Der Mittelstand prägt die bayerische Wirtschaft, prägt die deutsche Wirtschaft. Es sind vor allem kleine Firmen. Und diese Firmen verfügen über einen hohen Innovationsgrad. Das heißt, sie bringen neue Produkte, die am Markt nachgefragt werden, und schaffen damit Arbeitsplätze. Im vorhandenen Fall sind innerhalb kürzester Zeit 18 Arbeitsplätze neu geschaffen worden, mit einer übrigens, wie ich gerade zu meinen, spektakulären Innovation. Für mich ist es heute richtig eine Befreiung und ein richtiges Glücksgefühl. Damit habe ich auch nicht gerechnet, muss man dazu sagen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, den Preis
jetzt in Händen halten zu dürfen. Auch Markus Söder, Bayerns Finanz- und Heimatminister, verdeutlichte die Bedeutung des Mittelstands in seinem Grußwort. Große Konzerne wackeln, wenn die Welt wackelt. Kleine Unternehmen bleiben dagegen stabil, so Söder. Er sprach auch über die aktuellen Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene und seine persönlichen Ziele als Minister. Dazu gehört natürlich die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur auf der einen Seite. Wir müssen schauen, dass sich Bayern ganz erschließen lässt, aber auch die demografische Entwicklung. Es darf kein Bayern der zwei Geschwindigkeiten geben. Da gilt es, Finanzmittel effizient einzusetzen, auch über den kommunalen Finanzausgleich zu entwickeln. Generell bleibt aber die Aufgabe immer bestehen, solide Staatsfinanzen, niedrigere Steuern und auf keinen Fall eine Verschuldung zu machen. Unterhaltung und aktuelle Wirtschaftsinformationen. So erklärte Frank Lehmann die Spielregeln der Finanzwelt und welche Veränderungen auf uns zukommen. Aufgelockert durch Showeinlagen von Lichtfaktor und Carlo Truzzi. Für die Teilnehmer eine gelungene Mischung. Sehr informativ, sehr interessant. Der Herr Götzl über die Bedeutung des Mittelstands dann hier in Bayern. Der Herr Söder war also sehr locker drauf. Den Herrn Lehmann fand ich sehr interessant. Wir sind im Bauträgergeschäft tätig, ist Zinsentwicklung ein wichtiges Thema. Und da war ja eigentlich unisono die Aussage, dass man die nächsten Jahre wahrscheinlich mit Zinssteigerungen noch nicht rechnen braucht als Unternehmer. Ja, ich werde verstärkt ein bisschen wieder das Augenmerk auf die Aktien Anlagen richten. Ich fand es genau die richtige Mischung aus Information und Unterhaltung. Im kommenden Jahr wird Rosenheim Gastgeber für den 24. Wirtschaftstag der Bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken sein. Der Limburger Bischof Franz-Peter Thebatz van Elst sorgt weiter für Schlagzeilen. Inzwischen hat die Prüfungskommission der Deutschen Bischofskonferenz ihre Arbeiten aufgenommen. Sie will sorgfältig prüfen, wie es denn zu dieser Kostenexplosion für den Bau des Bischofssitzes in Limburg kommen konnte. Von bis zu 40 Millionen Euro ist da die Rede. Fakt ist, das Ansehen der katholischen Kirche hat durch die Affäre um Thebatz enorm gelitten. Die Zahl der Kirchenaustritte ist sprunghaft angestiegen. Auch im Erzbistum Bamberg hat dieser Fall Spuren, und zwar deutliche Spuren, hinterlassen. Also ich empfinde natürlich sehr großen Ärger, denn man selber als Pfarrer ist eigentlich so eher in der Rolle, dass man um jeden Zuschuss bitten muss, manchmal auch kämpfen muss. In den letzten Tagen kommen immer mehr Gemeindemitglieder zu Michael Battert und zeigen sich schockiert über die Verschwendung von Kirchengeldern im Bistum Limburg. Für den Forchheimer Pfarrer steht fest, das, was ein einziger Bischof an Imageschaden für die katholische Kirche verursacht hat, ist unfassbar groß. Er sieht deshalb nur eine Möglichkeit. Ich hoffe mir ganz klar, dass der Bischof Thebatz van Elst nicht mehr lange Diözesanbischof ist von Limburg, dass er auch keine Verantwortung in einer anderen Diözese erhält. Weil ich denke, durch dieses Verhalten und diesen Schaden, den er der Kirche zugefügt hat, ist er nicht mehr in der Lage, verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll eine Diözese zu leiten. Und auch viele Menschen am Bamberger Dom finden, für solch maßloses Verhalten, noch dazu von einem Kirchenmann, gibt es keine Entschuldigung. Unglaublich. Das finde ich nicht in Ordnung. Und wie gesagt, er sollte auch seine Quittung dafür kriegen. Er müsste einfach zurücktreten. Das ist die Konsequenz aus dieser Sache. Was Schlimmeres konnte der katholischen Kirche nicht passieren. Sie haben schon genug Probleme, aber das war jetzt die Krone des Ganzen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Großteil der Einnahmen eines Bistums, in Bamberg sogar 90%, die Kirchensteuer ausmacht. Eine Stellungnahme seitens des Bamberger Erzbischofs Ludwig Schick gibt es heute leider nicht vor unserer Kamera. Zum einen ist er gar nicht in Bamberg anwesend, er befindet sich gerade auf Wallfahrt im portugiesischen Fatima. Zum anderen läge der Sachverhalt nun einmal inzwischen beim Papst selbst in Rom. Eine Stellungnahme seitens des Erzbistums in Bamberg sei deshalb gar nicht mehr erforderlich und unverhältnismäßig, so der Sprecher des Erzbistums. Wenn man sich aber mal die aktuellen Haushaltszahlen des Bamberger Erzbistums anschaut und auch die Räumlichkeiten, in denen der Bamberger Erzbischof wohnt, hier im Bistumshaus direkt hinter mir, dann merkt man doch schnell, dass die Vorstellungen des Limburger Bischofs ziemlich unverhältnismäßig sind. Denn der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick bewohnt in diesem Bistumshaus eine Wohnung von gerade mal 101 Quadratmeter inklusive Büro.
Der Bamberger Erzbischof lebt bescheiden, soweit man es beurteilen kann. Das Haushaltsvolumen des Erzbistums 2013 beträgt 148 Millionen Euro. 25 Millionen Euro davon fließen in Bauprojekte. Wie kann also ein Bischof für seinen Wohnsitz allein mindestens 31 Millionen Euro ausgeben? Das soll nun eine Kommission klären, die Baumaßnahmen in Limburg noch einmal untersucht. Nicht nur der Forchheimer Pfarrer Martin Blattert fordert aber für die Zukunft höchste Transparenz. Nur so könne der Schaden für die katholische Kirche durch den neuesten Skandal begrenzt werden. Am 25. Oktober findet wieder die Millionenshow zum Tag des Glücks in den Münchner Bavaria-Studios statt. Einer von 20 Kandidaten wird an diesem Abend Millionär werden. Gastgeber Steven Gätjen begrüßt wieder mal jede Menge Top-Prominenz, unter anderem übrigens die Kultband Münchner Freiheit. Den 17. Mai dieses Jahres wird Georg Spreng aus Waldstätten wohl nicht mehr vergessen. Schließlich wurde er an diesem Tag zum Millionär. Und das bei der großen Millionenshow zum Tag des Glücks in den Bavaria Filmstudios. Diesen Glücksmoment möchten auch diese SKL-Spieler erleben. Sie gehören zu den 20 Kandidaten, die per Zufallsprinzip ermittelt wurden. Am 25. Oktober kämpfen sie in der nächsten Ausgabe der Millionenshow um ganz viel Geld. 1 Million Euro. Damit lässt sich so einiges anstellen, oder? Wir haben uns mit der Familie so geeinigt, dass wir mal eine Donauschifffahrt machen wollen. Da haben wir schon lange drüber gesprochen und das würden wir uns dann mal gönnen. Einfach ein Vierteljahr durch Spanien reisen, das haben wir so viele Jahre aufgeschoben und das würde ich mal dem Mann und mir einfach gönnen. Bis zur Show vergehen allerdings noch ein paar Tage. In der Zwischenzeit hatten die glücklich auserwählten Kandidaten nun die Möglichkeit, sich untereinander kennenzulernen. Zu diesem Treffen kam auch Vesna Vekic, die vor 8 Jahren bei der Millionenshow als Siegerin hervorging und als strahlende Millionärin nach Hause fuhr. Mein Leben hat sich insoweit verändert, dass ich Zeit habe. Diese Zeit, die ich gewonnen habe, diese Unabhängigkeit, die ich gewonnen habe, die Freiheit, und ich genieße es sehr und ich lasse es aber auch zu. Um dem Millionengewinn näher zu kommen, werden den Kandidaten 4 prominente Glückspaten zur Seite gestellt. In actionreichen Spielrunden geben diesmal Schauspielerin und Autorin Jutta Speidel, Frauenschwarm Hardy Krüger Junior sowie Topmodel und Moderatorin Lena Gerke und Roche González, der König der High Heels, ihr Bestes. Die Stars können nicht nur Geld für einen karitativen Zweck erspielen, sie haben auch noch eine andere wichtige Aufgabe. Am Ende jeder Spielrunde ergibt sich eine Ziffer. Die gesamte Zahlenfolge bildet zum Schluss den alles entscheidenden Glückscode. Der Kandidat, dessen Losnummer diesem am nächsten kommt, wird Millionär. Eine große Portion Glück gehört also auch dazu. Doch wenn es am Ende für die Million nicht reichen sollte, auch nicht schlimm. Denn für die meisten Kandidaten braucht es keinen Reichtum, um glücklich zu sein. Dass man gesund durchs Leben geht, dass man eine gesunde Familie hat. Und Glück heißt auch, dass ich in Bayern leben darf. Einen Job auszuüben, das ich liebe. Und einfach in die Stille gehen, also meine Gedanken sammeln, mit dem Hund spazieren. Vielleicht ein gutes Glas Wein, gutes Essen, gutes Gespräch. Eins steht fest, der 25. Oktober wird einem dieser Kandidaten definitiv Glück bringen. Wenn auch Sie die Chance haben möchten, mal als Kandidat für die Millionenshow ausgewählt zu werden, informieren Sie sich einfach auf der Homepage www.skl.de und wer weiß, vielleicht erleben Sie bald mal Ihren ganz persönlichen Glücksmoment. Auch in dieser Woche waren wir mit unserer Kamera in Bayern unterwegs, um vor Ort zu sein und zu berichten. Diesmal berichten wir vom Volksfest in Dingolfing, wo die Mass trotz Nachtfrost immer noch richtig gut schmeckt. Herzlich willkommen, ein Grüß Gott von der 201. Dingolfinger Kirta. Ja, wie der Name schon sagt, mitten aus dem Herzen von Dingolfing. Und ich frage mich gerade wirklich ernsthaft, mit was bitte schön Petrus vom ersten Bürgermeister Josef Pellkofer bestochen worden ist, dass das Wetter so dermaßen toll ist. Da hilft keine Bestechung, da müssen wir das ganze Jahr über brav sein und da hilft auch beten. Das haben Sie ja scheinbar in großem Maße gemacht, aber jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Pellkofer. Was muss man hier als Besucher auf der Dingolfinger Kirta alles gesehen haben? Man muss eigentlich alles gesehen haben. Wir haben tolle Fahrgeschäfte, wir haben sehr gute Bierzelte mit traditioneller bayerischer Küche. Es ist rundum gelungen und sehenswert für alle. Das haben wir selber auch gerade gesehen und da fragt man sich natürlich Dingolfinger Kirta. Der Name Kirta kommt ja woher, nämlich von Kirchweih, ist das richtig?
Kirchweih. Kirta kommt von Kirchweih. Wir feiern ja an diesem Wochenende das kirchliche Weihefest. Und vor mehr als 200 Jahren hat sich um dieses Kirchweihfest, dieses Volksfest angesiedelt. Ja, wenn jetzt auch Sie Lust bekommen haben sollten, einer dieser rund 100.000 Besucher zu sein, der jährlich auf die Dingolfinger Kirta kommt, dann müssen Sie sich ein bisschen beeilen, denn es ist das letzte Volksfest in Bayern in diesem Jahr und es findet noch bis zum Mittwoch, den 23. Oktober statt. Hoffen wir natürlich, dass das Wetter hält. In diesem Sinne, Servus von Christiane Grüber für TV Bayern Live aus Dingolfing. TV Bayern Live sucht die feschesten Bayern. Voten Sie mit und gewinnen Sie eine CW-Fotoleinwand oder ein CW-Fotobuch. Weitere Informationen unter www.tvbayernlive.de. Wie heißt denn du? Ich bin der Flo. Flo, hast du zufälligerweise Lust, ein CW-Fotobuch zu gewinnen? Sicher. Warum hast du dich dafür entschieden, dich heute so in Schale zu schmeißen? Einfach ist es Kirche bei uns in Dingolfing. Es ist Ausnahmezustand und da sollte man doch noch was Traditionellem ausschauen. Da wird man als Frau wirklich neidisch, wenn man dieses tolle Wiesen-Outfit sieht. Wer sind Sie? Ich bin die Silvia Bonhaft in Gottfrieding und mit Leidenschaft eine Wiesenfrau. Franz aus Dingolfing. Franz, du hast bestimmt Lust, ein CW-Fotobuch zu gewinnen, oder? Natürlich möchte ich sowas gewinnen. Kannst du mal kurz erklären, warum du dich so in Schale geworfen hast? Du, es ist halt Kirchenauszug gewesen in Dingolfing. Und da sind wir von unserem Trachtenverein dabei. Und da schmeißen wir uns in Schale mit unserer Dingolfinger Tracht. TV Bayern Live sucht die feschesten Bayern. Voten Sie mit und gewinnen Sie eine CW-Fotoleinwand oder ein CW-Fotobuch. Weitere Informationen unter www.tvbayernlive.de. Die Paralympics, die finden ja in der öffentlichen Wahrnehmung meist weniger Anerkennung als die Olympischen Spiele. Dabei leisten gerade die behinderten Sportler wirklich besonders große Arbeit und zwar nicht nur aus Erfolgsgier, sondern eben aus Leidenschaft zu ihrem Sport. Genauso wie ein junger Mann, den wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Er kommt aus der Oberpfalz. Ich bin Christian Mattes, bin 19 Jahre alt, bin momentan Auszubildender bei Sparkasse Regensburg und bin Parakanufahrer. Wie bitte, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Aber Sie haben schon richtig gehört. Dieser junge Mann ist tatsächlich im Paracanoeing aktiv, das als Kanu-Rennsport für Sportler mit Körperbehinderung angeboten wird. Diese noch sehr junge Sportart wird in Deutschland erst seit 2010 betrieben. Christian Mattes aus Regensburg war allerdings sofort Feuer und Flamme. Das war mal ein Wochenende für Jugendliche mit Behinderung. Da haben wir eine Woche und da wurden wir eingeladen. Und da wurde das so als Rahmenprogramm so nebenbei angeboten. Und da haben wir das mal ausprobiert und dann hat sich so entwickelt. Da haben wir die ersten Regatten mitgefahren und dann haben wir gesehen, dass wir nicht talentfrei sind, dass wir Talent haben ein bisschen und dann haben wir angefangen, das richtig durchzuziehen. Wir, das sind Christian und sein 3 Jahre älterer Bruder Dominik. Beide haben von Beginn an eine vererbte Behinderung an den Beinen, lassen sich davon jedoch nicht unterkriegen. Im Gegenteil, seit ihren Anfängen in dieser Sportart im Jahr 2011 haben sie sich bis in den bayerischen Kader vorgearbeitet. Christian darf sich sogar schon zweifacher deutscher Meister nennen. Seinen größten Erfolg feierte er aber im vergangenen Sommer, als er bei der Weltmeisterschaft in Duisburg sensationell Bronze holte. Der vorläufige Höhepunkt einer steilen Karriere. Ja, war steil. Nicht lang, aber es hat. Ja, war viel Arbeit dahinter, muss ich sagen. Ich bin nicht ganz so schnell wie mein Bruder. Allerdings haben wir den Anfang eigentlich zusammen gestartet. Ich bin dann auch auf der deutschen Meisterschaft gefahren. Erste Regatta natürlich vorher. Und habe auch da meinen zweiten Platz gemacht. Und jetzt hat dann dieses Jahr allerdings den 5. Aber ich bin trotzdem ganz zufrieden mit mir. Zufrieden können auch die Verantwortlichen des Freien TuS Regensburg sein, die seit 2012 die Möglichkeit des inklusiven Kanusports im Verein anbieten. Wir sind also ein Zusammenschluss von der Sportgemeinschaft Behinderter-Nichtbehinderter an der Uni Regensburg, gemeinsam mit der Kanuabteilung vom Freien TuS. Und wir haben Doppelmitgliedschaften, also wir sind echte freie TuSler und echte SGB-Leute. Das Besondere dabei ist die enge Vernetzung zwischen Leistungssport- und Breitensportbereich.
Das heißt, Menschen mit und ohne Behinderung trainieren gemeinsam. Für mich ganz wichtig ist das inklusive Sporttreiben. Man sieht ja hier, es ist nie der Christian alleine da, sondern wir sind einfach immer eine Gemeinschaft von Sportlern mit und ohne Behinderung. Und es ist auch nicht so, dass wir da sind, weil der Christian Helfer braucht, sondern wir sind eine Gruppe, die zusammen Spaß hat, die zusammen paddeln, zusammen kegeln, zusammen feiern. Also es ist ein gemeinsames. Gemeinsam trainieren auch Christian und Dominik. Beim Wettkampf, der übrigens über eine 200 Meter lange Sprintstrecke geht, treten sie jedoch in verschiedenen Klassen an. Also speziell im Parakan gibt es mehrere Gruppen. Also Gruppe A, TA und LTA, das ist nach Behindertengrad oder nach der Schädigungsklasse. Also ich fahre in Gruppe A, das ist die am meisten Betroffene. Das heißt, A steht für Arme, also dass ich nur die Arme einsetzen kann. TA steht, dass ich Rumpf und Arme einsetzen kann. Und LTA, dass ich auch die Beine bedingt einsetzen kann, Rumpf und Arme. Und ich fahre in Gruppe A, das heißt, ich kann die Beine nicht einsetzen. Und auch von hier, vom Rumpf hier, ist für mich schwierig. Deshalb habe ich also schon fast einen Vollschalensitz hier. Der gibt mir die Seitenstabilität hier, links und rechts. Und vorne, und deshalb bin ich auch hier fest drinnen. Und deshalb habe ich eigentlich nur hier oben noch meine Schulter frei zum Bewegen. Und das ist genau das, was ich einsetzen kann. Also ich bewege beim Paddeln, ich gehe damit nach vorn. Und das macht es halt dann, ich habe das einmal erst einmal richtig festgestellt, wenn man langsam paddelt, dann kann man viel länger einfach durchpaddeln, weil man ja einfach nicht so versteift ist. Man diesen Schwung, den man da mitnimmt, der macht es einfach ein bisschen leichter. Leichter wird es für die beiden allerdings in Zukunft nicht unbedingt. 2016 wird Paracanyoing nämlich paralympisch und die Konkurrenz schläft nicht. Deshalb gibt es vor allem bei Christian noch vieles zu verbessern. Am Start raus ist der Christian immer vorne und das dann durchzuhalten, das ist halt im Moment noch schwer, da paddelt er einfach noch zu kurz dafür. Das heißt, wir arbeiten an der Kondition, wir arbeiten an der Technik, da haben wir also auch noch viel Spielraum. Und wir arbeiten jetzt am Gewicht und beim Boot, an der Form. Da hat sich jetzt schon viel entwickelt und jetzt muss im Prinzip der Christian auch auf Sponsorensuche gehen, weil er nächstes Jahr ein neues Boot braucht, um da konkurrenzfähig zu bleiben und um sich zu steigern. Die Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft sind also vorhanden. Und mit viel Training und der tatkräftigen Unterstützung seiner Weggefährten wird Christian Mattes 2016 dann vielleicht die Gewässer in Rio de Janeiro unsicher machen. Liebe Zuschauer, freuen Sie sich auf die nächsten Tage, denn wir bekommen überall im Freistaat schönes Spätsommerwetter. Die Aussichten für Sie. Der Nachthimmel über dem Freistaat ist meist bewölkt. Zwischendurch sind nur kurz mal Mond und Sterne zu sehen. Wir müssen auch ab und zu mit Regen rechnen, vor allem in den Stunden vor Mitternacht. Danach kann sich örtlich Nebel bilden. Mit 12 bis 9 Grad bleibt es ziemlich mild. Der Montag startet in Franken mit vielen Wolken, Regen fällt aber kaum noch. Die Wolken lockern im Tagesverlauf von Süden her allmählich auf. So scheint dann zeitweise die Sonne. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 16 Grad im Hoferland und 19 Grad am Main. Relativ mildes Herbstwetter auch in der Oberpfalz und in Niederbayern. Bei Höchsttemperaturen von 16 bis 18 Grad bekommt die Sonne durchaus ihre Chance. Erstmal allerdings haben wir es noch mit Nebel und restlichen Wolkenfeldern zu tun. Freundlicher sieht es dann am Nachmittag aus. Einige Nebelfelder gibt es auch an den Flüssen und Seen in Oberbayern und Schwaben. Ansonsten können wir uns hier auf einen goldenen Oktobermontag freuen mit Sonne und lockeren Wolken. Die Temperaturen klettern zum Nachmittag immerhin auf 18 bis 21 Grad. Am Dienstag wird es nach Frühnebel bayernweit recht sonnig und ungewöhnlich warm für Ende Oktober. Bis zu 23 Grad sind drin. Im Laufe des Mittwochs müssen wir von Westen her mit Regen rechnen. Dann ist es zwar nicht mehr ganz so warm, doch mit bis zu 19 Grad behalten wir auf jeden Fall recht mildes Herbstwetter. Ja, nach getaner Arbeit im Weinberg ist es Tradition, den Tag mit einer zünftigen Brotzeit, Zwiebelkuchen und Federweißen ausklingen zu lassen. Meine Kollegin Irisa Hofgart hat in einem ganz besonderen Haus prominente Gäste am Heckertisch.
Ja, wir befinden uns jetzt im Innenhof vor dem Geburtshaus von Franz Daniel Pastorius. Er war der erste deutsche Auswanderer nach Amerika vor etwa 330 Jahren. Bei mir ist der fränkische Weinbaupräsident Arthur Steinmann und die Sommerhäuser Weinprinzessin Victoria. Herr Steinmann, wie wird er jetzt denn, der 2013er? Also ich gebe die Hoffnung nach wie vor nicht auf, dass sich dieser 2013er in die guten Dreierjahrgänge einordnen wird. 83 war ein toller Jahrgang, 93 war ein Jahrgang schon mit Superlativen, 2003, das war ein Jahrtausendjahrgang und 2013. Also ich denke, es wird auf jeden Fall ein, so wie es aussieht, ein überdurchschnittlicher Weinjahrgang werden. Das Haus Franz Daniel Pastorius, damit ist natürlich auch eine große Verantwortung verbunden. Es ist jetzt seit etwa 100 Jahren in Ihrem Familienbesitz. Ja, es kommen immer wieder mal Gäste aus Amerika und denen muss man natürlich das Haus zeigen und muss über die Geschichte erzählen. Ja, es war auch schon der Generalkonsul aus München da, auch der amerikanische Botschafter für Deutschland war schon hier gewesen. Bill Clinton wollte mal kommen, Bush, das wollten wir nicht so. Obama wäre jetzt wieder eine Option. Ja, da geben wir die Hoffnung nicht auf. Traditionell gehört ja jetzt gerade in dieser Zeit der Zwiebelplotz auf den Tisch und ein sehr guter Federweißer. Woran erkennt man denn einen guten Federweißer? Was macht ihn aus? Ja, zunächst mal, dass er so in der Farbe so ein bisschen milchig ist. Da merkt man, er ist schon in der reduktiven Phase, also die Gärung hat eingesetzt. Es sollte auch kein Depot im Glas sein, weil dann war der Saft nicht ganz sauber. Das muss man sich nicht unbedingt antun. Und dann im Geschmack sollte er bitzeln, also schon etwas Kohlensäure haben. Und die Süße darf ruhig etwas mehr sein. Dann schmeckt er mit dem Zwiebelplotz ganz besonders gut und man kann auch ein Gläschen mehr trinken. Ja, das machen wir auch gleich. Doch zunächst die Frage an die Sommerhäuser Weinprinzessin Victoria. Was ist denn jetzt genau Ihre Aufgabe? Ja, innerhalb von Franken repräsentiere ich Sommerhausen und seine Winzer und vor allen Dingen seine Weine. Und außerhalb von Franken dann den Frankenwein und mache Werbung dafür und stelle es einfach dar. So, vielen Dank. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt mal an mit dem tollen Federweißen und geben damit ab zurück ins Studio. Ach, schön. Federweißen hätte ich jetzt auch sehr gerne. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war TV Bayern Live. Schön, dass Sie reingeschaut haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Morgen einen guten Start in die neue Woche. Wir sind nächsten Sonntag wieder für Sie da. 17.45 Uhr TV Bayern Live. Bis dahin, machen Sie es gut. Servus. ...2736 Sonnenstunden im Jahr, 1244 Inseln, 20 Kultur- und Naturgüter unter UNESCO-Schutz. Zu vielfältig für einen 20-Sekunden-Fernsehspot. Genau richtig für Ihren nächsten Urlaub. Kroatien, der neue touristische Stern der Europäischen Union. Ihr traumhafter Urlaub. Gestalten Sie Ihr CW-Fotobuch und freuen Sie sich auf den Moment, es in den Händen zu halten. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. ...2736 Sonnenstunden im Jahr, 1244 Inseln, 20 Kultur- und Naturgüter unter UNESCO-Schutz. Zu vielfältig für einen 20-Sekunden-Fernsehspot. Genau richtig für Ihren nächsten Urlaub. Kroatien, der neue touristische Stern der Europäischen Union. Eine Zahnbehandlung kann teuer werden. Sparen Sie bis zu 70% durch eine Behandlung Ihrer Zähne in Ungarn. Zum Beispiel bis zu 14.000 Euro bei einer Totalbrücke. Mit Denta günstig fliegen Sie für 199 Euro zur Voruntersuchung für 2 Tage nach Budapest, inklusive Röntgenbild und Hotelübernachtung. Nutzen Sie das Denta günstig Kennenlernangebot. 2 Tage Budapest für 199 Euro. Infos auf www.dentagünstig.de oder Sie rufen jetzt an unter 0800 23 00 002. Na, du möchtest doch sicher einen Traubenzucker, hm? Für meinen Opa.
damit wir wieder zusammen spielen können. Bei Arthrose hilft Ihnen Arthrobel Super Plus. Mit der Kraft der Natur zu neuer Beweglichkeit. Das ist aber lieb. Arthrobel Super Plus. Erhältlich in jeder Apotheke oder rufen Sie an.